Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die Geschichte der Atomkraft war an ihrem Beginn eine Geschichte großer Euphorie. Ihre enormen Risiken wurden erst unterschätzt, dann heruntergespielt und sind erst Stück für Stück in das öffentliche Bewusstsein eingedrungen. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, an die wir in dieser Woche erinnern, ist einer der Wendepunkte dieser Geschichte. Sie zeigt, das Risiko der Atomkraft ist nicht nur eine theoretische Größe, die Katastrophe ist eingetreten mit verheerenden Konsequenzen. Meine Damen und Herren, ich war vor wenigen Wochen in Tschernobyl. Ich habe dort den Fortschritt der Arbeiten gesehen, die dazu dienen, den havarierten, den verunglückten Reaktor mit einer neuen Schutzhülle zu überziehen. Das ist eine ingenieurtechnische Meisterleistung, die dort jetzt gerade geschieht. Kostet ungefähr 2 Milliarden Euro. Deutschland und 45 Länder insgesamt beteiligen sich an den Kosten. Russland ist auch dabei, das muss man in dem Zusammenhang auch erwähnen, finde ich. Und gleichwohl erwartet niemand, dass diese Hülle länger als 100 Jahre hält. Die notdürftig angebrachte Hülle von vor 30 Jahren kommt an ihr Ende. Die ist für 20 bis 30 Jahre geschätzt gewesen. Die kommt jetzt an ihr Ende. Und die jetzt neu aufgebrachte große Hülle soll etwa 100 Jahre halten, in der Hoffnung und Erwartung, dass wir in dieser Zeit, wir, die Menschen, die nach uns kommen, technologische Kenntnisse haben, die wir jetzt noch nicht haben und die dann helfen würden, mit dem umzugehen, was dort für immer sozusagen eine Gefahr darstellt. An dieser Stelle sehen Sie das, was das bedeutet, wenn ein solcher großer Unfall geschieht. Die Natur hat sich die gesperrte Region zurückerobert. Die Menschen dürfen in einem Umkreis von 30 Kilometern nie mehr siedeln. Gleichwohl arbeiten Menschen natürlich in diesem Reaktor, an diesem Reaktor und arbeiten gewöhnlich 2 Wochen lang da und gehen dann wieder 2 Wochen nach Hause. In dem Ort Tschernobyl leben diese Arbeiterinnen und Arbeiter für 2 Wochen dann immer. Und etwa 150 Menschen sind in ihrer Heimatstadt Tschernobyl, die etwa 10 Kilometer von dem Reaktor entfernt liegt, zurückgekehrt. Diese 150 Menschen haben gesagt, sie haben das eigentlich widerrechtlich getan, wir sind älter, wir werden sowieso sterben, wir wollen in unserer Heimat sterben. Das ist die Lage, mit der man es jetzt 30 Jahre nach dem Unfall dort zu tun hat. Und wenn man in die Stadt geht, die einmal von gut fast 200.000 Menschen bewohnt war, damals eine sozialistische Musterstadt, alles neu, alles modern, Kulturhäuser, Schwimmbäder. Am 1. Mai, also 5 Tage nach dem Unfall, sollte ein großer Vergnügungspark errichtet werden. Der war noch nie genutzt, weil er sollte ja am 1. Mai eröffnet werden. Und da stehen jetzt überwucherte Autoscooter und Riesenräder. Und es ist in der Tat eine total gespenstische Atmosphäre. Und die Menschen, die dort gelebt haben, die gerne dort gelebt haben, weil es für junge Familien sehr angenehm war, die sind in viele verschiedene Richtungen evakuiert worden, mit Bussen halt ein paar Tage zu spät eigentlich weggebracht worden und haben sich eigentlich auch nicht wieder getroffen, weil die sind in der großen Sowjetunion an verschiedenen Orten untergebracht worden und dieselben Kommunikationsmöglichkeiten wie heute, wir schicken uns mal eine Mail oder wir rufen mal mit dem Handy an, gab es natürlich nicht. Das heißt also, die Stadtbevölkerung von Pripyat ist als Stadtbevölkerung nicht mehr vorhanden, sondern sie ist irgendwo in der Sowjetunion untergebracht worden. Also menschenleer und still ist dies, was einmal eine Stadt war. Meine Damen und Herren, es gibt Ereignisse, die brennen sich in unser Gedächtnis ein. Die Aufnahmen aus dem Hubschrauber, die den brennenden Reaktorkern zeigen, die Strahlenmessungen am Boden und auch an Lebensmitteln hier bei uns, und später dann die Geschichten von den Feuerwehrleuten, den Kraftwerksmitarbeitern und den Soldaten, die dem Tod ins Auge sahen in dem Versuch, die Katastrophe einzudämmen. Ich habe auch einen Kranz an der Gedenkstätte niedergelegt. Dort wird 23 Männern gedacht, die alle schon am 6. Mai tot waren, also weniger als 10 Tage nach dem GAU. Von der Reaktorruine geht bis heute eine Gefahr für die Menschen durchaus in ganz Europa aus.
Der Sarkophag über dem havarierten Reaktor 4, der 1986 hastig errichtet wurde, hat, wie ich eben schon sagte, seine Altersgrenze erreicht. Und es war deshalb ein wichtiger Erfolg der deutschen G7-Präsidentschaft im vergangenen Jahr, dass die großen Industriestaaten gemeinsam mit vielen anderen Ländern die Finanzierung für den Wiederaufbau der neuen Schutzhülle fest zugesagt haben. Und wir werden auch darüber hinaus versuchen zu helfen. Weite Landschaften der Ukraine, Russlands und Weißrusslands sind bis heute belastet. Hunderttausende leiden unter den Folgen. Sie sind heimatlos, sie sind erkrankt oder sie pflegen kranke Angehörige. Wir lassen diese Menschen nicht allein. Das zeigt auch das Engagement der vielen ehrenamtlichen Gruppen aus ganz Europa, die sich den Opfern widmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Tschernobyl gab denjenigen recht, die schon lange vor den Gefahren der Atomkraft gewarnt hatten. In Wiel, in Brockdorf, in Wackersdorf, in Kalka und an vielen anderen Orten. Und gerade weil die Atomkraftgegner über lange Zeit so manches an Schmähung über sich haben ergehen lassen müssen und sogar in die Ecke von Staatsfeinden gerückt wurden, sage ich heute in diesem Hohen Haus, die Anti-Atomkraft-Bewegung war keine gegen den Staat gerichtete Bewegung. Ganz im Gegenteil, es waren Freunde des Staates und der Gesellschaft, weil sie nicht hinnehmen wollten, dass wir alle den Risiken einer zu gefährlichen Art der Energieerzeugung ausgesetzt sind. Ich danke diesen Menschen heute ganz ausdrücklich, denn sie haben sich um unser Land verdient gemacht. Meine Damen und Herren, dass es bis Fukushima brauchte, bis alle Fraktionen dieses Hauses sich hinter einem zügigen Ausstieg aus der Atomenergie versammelt haben, gehört natürlich zur Geschichte dazu. Fukushima lieferte den endgültigen Beweis, dass es auch in hochindustrialisierten Ländern mit hohen Sicherheitsstandards zu Ereignissen kommen kann, die zu nicht mehr beherrschbaren Störfällen führen. Auch dort mussten Hunderttausende ihre Heimat verlassen. Auch dort wurden unter anderem Mitarbeiter der Firma TEPCO gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, um die Katastrophe einzudämmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 2022 wird das letzte deutsche Atomkraftwerk abgeschaltet. Unsere Arbeit ist aber noch nicht getan. Die Sicherheit der Atomkraftwerke muss bis zum letzten Betriebstag gewährleistet bleiben. In den vergangenen 30 Jahren haben Bund und Länder dafür gesorgt, dass die deutschen Atomkraftwerke ein hohes Sicherheitsniveau haben. Wir müssen für die gleiche Sicherheit sorgen, wenn wir die Meiler stilllegen und zurückbauen. Das sage ich auch im Hinblick auf die Vorkommnisse im AKW Philippsburg. Wir werden die Bewertung des Sachverhaltes und die Maßnahmen des Betreibers NBW und der baden-württembergischen Landesregierung abwarten. Klar ist aber, dass sowohl der Betreiber als auch die zuständigen Landesbehörden solche Täuschungen nicht dulden dürfen. Gerade die letzten Wochen zeigen, dass trotz des deutschen Atomausstiegs Risiken bestehen bleiben. Radioaktivität macht ja an Grenzen nicht Halt. Fessenheim, das nächstgelegene französische Atomkraftwerk, liegt, wie wir wissen, direkt am Rhein. Besondere Sorgen machen uns die belgischen Kraftwerke Tihange und Doel. Natürlich liegt die Entscheidung für oder gegen die Nutzung der Atomenergie in der nationalen Souveränität des jeweiligen Staates. Aber ich erwarte, dass unsere Nachbarn die Sorgen der Menschen in den Grenzgebieten ernst nehmen und für ein höchstmögliches Sicherheitsniveau sorgen. Das ist auch der Grund, warum ich die belgische Regierung gebeten habe, die Blöcke Tihange 2 und Doel 3 bis zur Klärung aller Sicherheitsfragen vom Netz zu nehmen. Und ich bedauere sehr, dass dieser dringenden Bitte von belgischer Seite bislang nicht entsprochen wurde. Deutschland hat sich auf EU-Ebene mit Erfolg für die Festlegung von verbindlichen Sicherheitszielen in der Europäischen Union und für ein System wechselseitiger Kontrolle stark gemacht. Wir setzen uns außerdem für eine verpflichtende grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung ein, wenn unsere Nachbarn Laufzeiten verlängern. Wir werden uns weiterhin mit ganzer Kraft für ein hohes Sicherheitsniveau in Europa und weltweit einsetzen. Und wir werden dafür sorgen, dass der Ausstieg in Europa doch auch weltweit möglicherweise auch Schule macht. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Atomenergie ist eine Sackgasse der technischen Entwicklung. Die Orte Tschernobyl und auch Fukushima sind dafür ewige Mahnungen. In Deutschland haben wir uns auf einen anderen Weg gemacht. Wir steigen um auf Energien, die Wohlstand ermöglichen, ohne Menschen und Umwelt zu gefährden. Wir stehen heute ohne Zweifel
am Beginn des Zeitalters der erneuerbaren Energien. Lassen Sie uns diesen Weg entschlossen weitergehen. Herzlichen Dank. Umweltministerin Barbara Hendricks hat es hier in der Rede selber noch einmal angesprochen. Ihre Anfrage bei der belgischen Regierung, die unsicheren Kernkraftwerke dort erst einmal vom Netz zu nehmen, wurde negativ entschieden. Das ist einer der Anträge der Fraktionen hier der Koalition, ein Abkommen zur nuklearen Sicherheit mit Belgien auszuhandeln. Und ich verbinde damit die Erwartung, dass die heutige Debatte zu diesem Thema in Ihrem Verantwortungsbereich der erste Höhepunkt Ihrer heutigen Geburtstagsfeierlichkeiten sein wird. Mit dieser Vorlage bitte ich jetzt den Kollegen Hubertus Zeber. Ja, Barbara Hendricks, die Umweltministerin, hat heute auch noch Geburtstag, durfte direkt zum Anfang ihres Festtages hier diese Rede halten. Der erste Redner in der Debatte jetzt von der Linken, Hubertus Zeber. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, Frau Hendricks, auch von meiner Seite aus noch mal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag. Ich bin Ihnen auch außerordentlich dankbar für Ihre klaren Worte, die Sie auch zu den Atomreaktoren in Belgien gefunden haben. Das vorab. Aber ich komme da gleich in meiner Rede noch mal kurz drauf zurück. Aber herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Tschernobyl und Fukushima sind eine Mahnung, dass der Atomausstieg nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und der ganzen Welt erforderlich ist. Nur so können derartige Katastrophen wirksam verhindert werden. Diesem Anspruch hält die Politik der Bundesregierung allerdings nicht stand. Und die Anträge von uns Linken und auch von den Grünen, die heute vorliegen, zeigen auf, dass es vielfältigere Handlungsmöglichkeiten für eine Bundesregierung gibt, den Atomausstieg in Deutschland und Europa klarer und deutlicher auf die Tagesordnung zu setzen. Im Rahmen meiner Redezeit kann ich das eigentlich nur an einigen wenigen Punkten deutlich machen. Meines Erachtens ist es nicht eine Frage ob, sondern leider nur wann und wo eine Katastrophe wie in Tschernobyl und Fukushima erneut passieren kann und wird. Nicht auszuschließen ist, dass diese nächste Katastrophe Tihange sein könnte. Über Filz und Schlamperei in der belgischen Atomaufsicht berichtet aktuell die Süddeutsche und über einen obersten Atomaufseher, der zuvor für den Tihange-Betreiber Electrabel gearbeitet hat. Dazu kommen jede Menge ungeklärte Fragen zu den tausenden Rissen im Reaktordruckbehälter. Ob der einen schweren Störfall aushält, bezweifelt sogar das Bundesumweltministerium. Von großer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist und auch für die Glaubwürdigkeit deutscher Politik, dass endlich die Uranfabriken in Gronau und Lingen in den Atomausstieg einbezogen werden. Darüber befindet sich in dem Antrag der Großen Koalition, der heute auch vorliegt, bezeichnenderweise kein Wort. Hier AKWs abzuschalten und sie hinter der Grenze, wie in Boulogne-Tihange, mit Brennstoff zu versorgen, ist keine glaubwürdige Politik. Das ist Beihilfe zum Atomrisiko in den Nachbarstaaten, in Europa und in der Welt. Und es ist ein Hinweis darauf, dass die Bundesregierung sich international eine Tür zu einer Zukunft der Atomenergie offen hält. Diese Tür muss so weit wie möglich geschlossen werden. Und das ist auch übrigens ein Grund, warum wir den Atomausstieg gemeinsam mit vielen Anti-AKW-Initiativen und Umweltverbänden in das Grundgesetz festschreiben wollen. Tschernobyl, Fukushima, egal. Für ihre wirtschaftlichen Interessen halten Konzerne international an der Atomenergie ebenso fest wie Staaten, die damit auch ihre militärischen Machtansprüche aufrechterhalten. In dem Zusammenhang, weil es auch zu den Risiken der Atomkraft gehört, ein Wort auch noch mal zu den sogenannten Ergebnissen der Atomfinanzkommission KFK, in der Vertreterinnen von CDU, CSU, der SPD und der Grünen dominierten und wir als Linke aus guten Gründen nicht berufen wurden. Diese Atomkommission macht gerade den Atomkonzernen ein fettes Geschenk. Zum Schaden der Bürgerinnen wird das gesetzlich festgeschriebene Verursacherprinzip für RWE, E.ON und so weiter in einer Art Ablasshandel einfach außer Kraft gesetzt.
Circa 41 Milliarden Euro sind vorgesehen laut Ergebnissen dieser KfK, eine Summe, die hinten bis vorne nicht ausreichen wird. Und das wissen Sie alle. Der Co-Vorsitzende der Endlagersuchkommission, Herr Michael Müller, hat völlig zu Recht vor kurzer Zeit von Kosten in mindestens in Höhe von 70 Milliarden Euro gesprochen. Wenn man das vergleicht mit den jetzt festgeschriebenen 40 Milliarden Euro, ist es natürlich völlig klar, wer letztlich die Rechnung dafür zahlen muss, obwohl es gesetzlich im Atomgesetz ganz anders geregelt ist. Bei der Suche nach solchen und ähnlichen Deals hat die Satiresendung Heute Show vor einigen Wochen ein neues Element entdeckt. Ich zitiere VA 119. VA steht für Verarschung. Die Atomkonzerne müssen weiter für die Kosten gerade stehen, wie es seit Jahrzehnten gesetzlich vorgeschrieben ist. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Steffen Karnitz für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner in der Debatte, Stefan Karnitz für die CDU-CSU. Er ist Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Ich möchte mich ausdrücklich den Wünschen des Bundestagspräsidenten anschließen und Ihnen, Frau Ministerin, herzlich im Namen meiner Fraktion zu Ihrem Geburtstag gratulieren. Als kleines Geburtstagsgeschenk haben wir Ihnen einen schönen Antrag mitgebracht der Koalitionsfraktionen, der Sie auf Ihrem Weg unterstützen soll, in Europa für höchste Sicherheitsstandards bei den Kernkraftwerken zu werben. Also, alles Gute für Ihre Zukunft. Fukushima und Tschernobyl sind Synonyme für zwei folgenschwere nukleare Unglücke geworden. Mit dem Antrag der Koalitionsfraktionen möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass die Erinnerung an beide Katastrophen wachgehalten wird. Wir gedenken der Opfer und trauern mit den Angehörigen. Wir verneigen uns in Dankbarkeit und Respekt vor den vielen Helfern, die unmittelbar nach den Katastrophen beherzt eingegriffen und noch größeren Schaden vermieden haben. Viele von ihnen haben diesen Einsatz mit ihrem Leben bezahlt. Auch wenn die Einschätzung über die Höhe, über die Anzahl der Folgetoten auseinandergeht, glaube ich, sind wir uns alle einig, jedes einzelne Opfer war eines zu viel. Es steht außer Frage, dass wir Japan und auch die Ukraine bei der Beseitigung der Folgen weiterhin unterstützen. Insbesondere in der Ukraine wollen wir bei der Bewältigung der medizinischen und sozialen Spätfolgen helfen. Für den Bau des neuen Sarkophags, die Ministerin hat es gerade angesprochen, der ab Ende 2017 die Umgebung vor weiterer Strahlung schützen soll, steuert Deutschland alleine über 300 Millionen Euro bei. Diese Unfälle mahnen uns auch weiterhin zu höchster Sorgfalt und Vorsicht im Umgang mit dieser Technologie. Wir müssen alles dafür tun, damit sich etwas Vergleichbares nicht wiederholt. Dabei gehen wir nicht von der Unfehlbarkeit des Menschen aus, sondern legen Sicherheitssysteme so aus und erwarten das auch, dass sie auf Fehler angemessen reagieren. In Deutschland leisten wir unseren Beitrag dazu, indem wir über höchste Sicherheitsstandards verfügen, indem wir eine Forschung und eine Entwicklung auf internationalem Spitzenniveau haben und indem wir einen offenen Umgang mit Fehlern praktizieren. Seit Inbetriebnahme des ersten Reaktors in München im Jahr 1957 gab es keine schwerwiegenden nuklearen Vorfälle in kerntechnischen Anlagen in Deutschland. Deswegen möchte ich einen großen Dank an die Betriebsmannschaften der deutschen Kernkraftwerke aussprechen. Auch sie haben gute Arbeit geleistet. Das muss an dieser Stelle auch einmal gesagt werden. Rückblickend können wir ohne Schaum vor dem Mund feststellen, dass die Nutzung der Kernenergie einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik geleistet hat. Wir haben in dieser Zeit etliche Kompetenzen erworben, so im Betrieb von Kernkraftwerken, in der Erarbeitung von Sicherheitskonzepten und auch in der Erkundung. Das Fachwissen dieser Betriebsmannschaften ist auch in Zukunft unabdingbar. Wir sollten nicht heute leichtfertig die Belegschaft in Gorleben entlassen und möglicherweise in 5 Jahren, wenn wir mit der Erkundung beginnen, feststellen, dass wir das nötige bergmännische Know-how in unserem Land nicht mehr haben. Wir sollten hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, weitsichtig handeln. Gerade als Folge unseres Ausstieges wird das Thema Kompetenz für den sicheren Rückbau von Kernkraftwerken immer wichtiger. Diesen bereits vorhandenen Sachverstand an den Standorten müssen wir bewahren und sollten ihn nicht schlecht reden. Dazu müssen wir gerade bei jungen Menschen für das Zukunftsfeld Rückbau Werbung machen.
Wer sich einmal angesehen hat, wie ein Ringwasserbehälter mit Diamantseilsägen zerlegt wird, die extra zu diesem Zweck von der Betriebsmannschaft und den Ingenieuren konstruiert wurde, der bekommt Lust darauf, bei dieser technisch anspruchsvollen Aufgabe mitzumachen. Hier hat Deutschland eine Vorreiterrolle. Wir werden sie nur halten können, wenn wir weiterhin über ausreichend qualifiziertes Personal verfügen. Dazu brauchen wir auch weiterhin eine Offenheit gegenüber neuen Technologien. Wir brauchen auch weiterhin eine Forschungslandschaft, die sich nicht an Ideologie, sondern am Einfallsreichtum zukunftsbegeisterter Menschen orientiert. Wir brauchen eine Freiheit im Denken, denn eine Einschränkung dieser Freiheit bedeutet, dass wir uns möglicher Zukunftschancen berauben. Mir scheint, dass der Gedenktag zu Tschernobyl von interessierter Seite genutzt wird, um Ängste zu schüren. Dabei gerät die Wahrheit häufig unter die Räder. Anhand einiger kurzer Beispiele möchte ich das eben illustrieren. Rund Remmingen ist das eine. Die Behauptung ist, es gab einen Cyberangriff auf die im Betrieb befindlichen Reaktoren. Richtig ist, es handelt sich um einen Rechner ohne Internetzugang, der nicht mit dem Betriebs- und Sicherheitssystem der Anlage verbunden ist. Der eigentliche Schutz der Reaktoren findet eben analog statt. Die Anlage war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Das zweite Beispiel, das Kernkraftwerk Fessenheim. Anfang März dieses Jahres erschien ein Bericht, demzufolge, ich zitiere, einer der dramatischsten AKW-Unfälle in Westeuropa vorgefallen sei. Richtig ist, selbst die grün geführte Landesregierung in Baden-Württemberg hat schon 2014 bestätigt, dass der Vorfall ordnungsgemäß gemeldet, die richtigen Maßnahmen eingeleitet und die notwendigen Informationen veröffentlicht wurden. Ich stelle fest, es war eine Falschmeldung. Und komme nun zum Lieblingsbeispiel der letzten Wochen, das Forschungszentrum Jülich. Ein Redaktionsnetzwerk meldete, Terroristen hätten Unterlagen über das Forschungszentrum Jülich gesammelt. Der Präsident des Verfassungsschutzes habe Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums über mögliche Anschlagspläne informiert. Richtig ist, weder hat der Verfassungsschutz Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums über solche Vorgänge informiert, noch hatte Bundes- oder Landesinnenministerium Kenntnis über solche Vorgänge. Diese Meldung ist frei erfunden. Sie können in Deutschland alles behaupten. Solange es um Kernkraft geht, können Sie davon ausgehen, dass jede Meldung ungeprüft übernommen und verteilt wird, sofern es sich um die Risiken der Kernkraft handelt. Ein solches Vorgehen ist unzulässig und hat mit seriösem Journalismus nichts zu tun. Ich will noch kurz auf ein Lieblingsthema der Opposition eingehen, den Euratom-Vertrag. Auch wenn Sie es nicht gerne hören, gerade der so häufig kritisierte Euratom-Vertrag leistet vor allem durch die Richtlinie über einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen einen wesentlichen Beitrag zu den von Ihnen geforderten höheren Sicherheitsstandards in Europa. Ziel ist es, die nukleare Sicherheit in Europa aufrechtzuerhalten und in allen Ländern zu verbessern. Ich denke, dieses in der Richtlinie verankerte Ziel entspricht genau unseren Interessen. Schon deshalb wäre es kontraproduktiv, den Euratom-Vertrag zu kündigen, unabhängig davon, dass wir dann auch sämtliche Mitspracherechte in internationalen Gremien verlieren. Wenn wir über Sicherheit sprechen, dann gilt das eben nicht nur für den Betrieb von nuklearen Anlagen, sondern insbesondere auch für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle. Hier laufen derzeit zwei Prozesse, die mich hoffen lassen, dass das Jahr 2016 als das Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird, in dem die noch offenen Fragen der Finanzierung des Kernenergieausstiegs auf der einen Seite und der Frage der Standortsuche auf der anderen Seite gelöst wurden. Die Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs hat in dieser Woche erste Ergebnisse zur Finanzierung der Endlagersuche vorgestellt, die man durchaus als historisch bezeichnen kann. Ich danke allen Beteiligten und gratuliere zu dem Ergebnis, das eben genau dem Verursacherprinzip entspricht und das deutlich macht, dass wir natürlich auch einen Risikoaufschlag nehmen auf all die Dinge, auf all die Rückstellungen, die da jetzt schon gebildet worden sind. Es ist jetzt an der Endlagerkommission, den letzten großen Meilenstein zu bewältigen. Und ich bin durchaus auch optimistisch, dass wir das schaffen werden. Wir tagen nun seit 2 Jahren in intensiven Gesprächen, haben auf einem guten Weg des Vertrauens zusammengefunden. Und dieser Grundkonsens, der uns alle einigt, war, wir wollen einen Neustart der Endlagersuche auf Basis der weißen Landkarte. Das bedeutet für uns, das bedeutet für die CDU-CSU-Fraktion, dass alle Standorte gleich behandelt werden. Gorleben muss, wie jeder andere Standort auch, sich an den wissenschaftlichen Kriterien messen lassen
und kann nicht aufgrund von politischen Vorfestlegungen vorsorglich aus dem Verfahren nehmen. Damit würden wir genau die Kritik bestätigen, die im Vorhinein an Gorleben gemacht wurde. Wir können nicht alle Bundesländer für ein Verfahren der Endlagersuche öffnen und ein einziges Bundesland ausschließen. Das entspricht nicht dem Prinzip der Weißen Landkarte, meine Damen und Herren. Das ist mit der CDU-CSU-Fraktion auch nicht zu machen. Vielen Dank. Steffen Karnitz hat hier noch einmal in seiner Rede den Kompromiss der Atomkommission gelobt, der ja noch nicht von der Bundesregierung umgesetzt wurde. Greenpeace sieht das sicherlich ganz anders und sagt, die Kosten der Entsorgung werden eines Tages auf dem Steuerzahler liegen bleiben. Nächste Rednerin hier, Silvia Kotting-Uhl von den Bündnisgrünen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben heute in der Koalition einen Antrag vorgelegt, der viele richtige Forderungen enthält, die wir weitgehend teilen, die allerdings bei Weitem nicht ausreichend sind, um den Gedenken an Tschernobyl und Fukushima auch nur im Ansatz gerecht zu werden, weswegen wir heute zu einer Enthaltung kommen werden. Sie fordern in diesem Antrag unter anderem eine europäische Erinnerungskultur an die Katastrophe von Tschernobyl. Und ich muss sagen, diese Erinnerungskultur würde ich mir manchmal auch hier im Hohen Haus wünschen. Wenn ich Ihre Reden höre, Herr Karnitz, Ihre Reden bei aller sonstigen Wertschätzung, die wir ja durchaus gegenseitig manchmal ausdrücken, aber Ihr beständiges Ängste schüren, Panik machen, Sie reden Risiken herunter. Das ist das, was Sie machen. Und das ist deutlich unangemessener. In dem Antrag wird auch ein Lob Japans ausgesprochen, in der Hinsicht, Japan habe alles richtig gemacht, umgehend reagiert. Und ich muss sagen, nein, das stimmt nicht. Ich habe mit Menschen der früheren Stadtverwaltung der toten Städte in der 9-Kilometer-Zone geredet. Und sie haben mir erzählt, wie das war danach, dass Informationen nicht funktionierten, dass die Menschen nicht wussten, was zu tun war, Katastrophenpläne nicht funktionierten und dass es bis zu einem Jahr dauerte, bis Orte, die 4-5 Kilometer neben den havarierten Reaktoren lagen, evakuiert waren. Ich will aber auf Japan gar nicht schimpfen, sondern ich will ehrlich sagen, und deswegen ärgert mich auch dieses Risiko herunterreden so, jedes Land auf dieser Welt wäre überfordert bei der Bewältigung eines GAU. Jedes Land. Und das Lob des eigenen Landes, unseres eigenen Landes, das kann ich auch nicht so uneingeschränkt teilen. Ja, wir haben hohe, gute im europäischen und vor allem weltweiten Vergleich, gute Sicherheitsstandards. Aber was ist zum Beispiel in Gundremmingen mit der mangelhaften Nachkühlversorgung? Was ist in Gundremmingen mit der mangelhaften Auslegung der Erdbebensicherheit, gerade dieser Nachkühlsysteme? Was ist mit der Häufigkeit der Precursor-Unfälle? Was ist mit einer bayerischen Atomaufsicht, die all das herunterspielt, die das genauso herunterredet, Herr Karnitz, wie Sie die Risiken in Ihren Reden immer? Was ist damit? Und was ist mit der Vortäuschung der Untersuchung von Sicherheits, nicht gerade Einrichtungen, aber Instrumenten, die man braucht, um die Sicherheit zu überprüfen. Ja, das wird jetzt aufgeklärt und ja, es ist nichts passiert. Aber es darf nicht vorkommen. Betrügereien und auch Schlampereien wie in Fessenheim, die dann zu dem Ausfall von Sicherheitseinrichtungen führen. Sie sagen, Herr Kahn, es ist doch nichts passiert. Die französische Atomaufsicht sagt auch, es ist doch nichts passiert. Das ist aber doch nicht ein Anlass zu sagen, es ist alles gut. Es geht doch nicht darum, wie das ausgeht. Es geht darum, was hätte passieren können. Die Quintessenz ist, weder die Technik noch der Mensch können hundertprozentige Sicherheit bei Atomkraftwerken garantieren. Und diese Technologie Atomkraft ist einfach, wenn etwas passiert, in ihren Folgeauswirkungen zu massiv, zu gravierend, als dass man diese Sicherheitsdefizite, die Mensch und Technik notwendigerweise beinhalten, akzeptieren kann. Ich komme noch zu zwei Punkten, viel mehr Zeit bleibt mir leider nicht. Ich will zur Forschung sagen, weil ich schon gesehen habe, Herr Lengsfeld wird 9 Minuten dazu reden und wird vermutlich wieder loben, wie toll das alles ist und wie notwendig diese internationale Forschung ist. Und ich möchte Ihnen nur eines sagen. Wir steigen hier aus der Atomkraft aus mit der Begründung, das Risiko ist der Bevölkerung nicht mehr zumutbar. Das waren die Worte von Frau Merkel und sie waren völlig richtig. Und wir erforschen
Mit unserem öffentlichen Geld, mit Steuergeld, erforschen wir Technologien, die bei Anwendung den Wiedereinstieg in atomare Großtechnologie sogar bedeuten würde. Bei der Transmutation geht es um Brüdertechnologien, um Wiederaufarbeitungsanlage und, und. Und das erforschen wir mit unserem Geld, um es in anderen Ländern anwenden zu lassen. Gerade wird darüber entschieden, einer Empfehlung des Rates zuzustimmen, in der steht, wir wollen die Ausweitung der europäischen und der deutschen Nuklearindustrie in noch unerschlossene Märkte damit unterstützen. Das heißt, wir unterstützen mit unserem öffentlichen Geld die Anwendung und die Einführung von Technologien in Ländern, die vielleicht heute noch gar nichts damit zu tun haben. Also die Anwendung einer Technologie, von der wir hier aus gutem Grund alle miteinander gesagt haben, sie ist der Bevölkerung nicht zumutbar. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, ist nicht glaubwürdig. Silvia Kotting-Uhl hat hier noch einmal den ein oder anderen Antrag der Grünen begründet, den die Grünen gleich vorlegen. Insgesamt 4 Anträge, unter anderem eben keine Forschungsgelder mehr in die Fortentwicklung der Atomenergie zu setzen. Nächster Redner jetzt, Oliver Kaczmarek von der SPD. Dass der Deutsche Bundestag heute zu einer guten Debattenzeit an die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima erinnert. Ich weiß, das findet in den betroffenen Ländern viel Beachtung. Das wird als ein Zeichen deutscher Solidarität empfunden. Und deswegen gut, dass wir diese Debatte heute zu dieser Zeit führen können. Deswegen möchte ich einen etwas anderen Akzent auch noch mal legen. Ich möchte auch wie die Ministerin an die Betroffenen erinnern, an die, die schwer erkrankt sind, deren Familienangehörige schon teilweise verstorben sind, und vor allen Dingen den Blick auf diejenigen legen, die sich um diese Betroffenen heute kümmern. Diejenigen, die Hilfstransporte organisieren, die Ärztefortbildungen auf dem Land organisieren, diejenigen, die mithelfen, Krankenhäuser zu ertüchtigen, beispielsweise um Schilddrüsenkrebserkrankungen zu bekämpfen, und diejenigen, die Kindererholungsaufenthalte für bislang mehr als 1 Million Kinder aus den betroffenen Regionen in Europa organisiert haben. Tschernobyl, das ist klar, das war vor 30 Jahren die größte Technikkatastrophe in Europa. Aber Tschernobyl, das war auch die Geburtsstunde der bis dahin größten Solidaritätsbewegung Europas. Und deswegen ist diese Debatte auch der Ort dafür, Danke zu sagen für diese Solidarität und dieses Engagement der Tschernobyl-Hilfe. In diesen Wochen wird Solidarität in Europa gelebt. Im Gedenken an Tschernobyl und Fukushima. Allein im Rahmen der Europäischen Aktionswoche für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima finden Veranstaltungen in mehr als 200 Städten in ganz Europa, in 13 Ländern in Europa statt. Die Schirmherrschaft hat dankenswerterweise wieder der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, übernommen, der vorvergangene Woche, glaube ich, 200 Helfer aus den Tschernobyl-Initiativen auf Einladung von Rebecca Harms im Europäischen Parlament in Brüssel begrüßt hat. Und deswegen glaube ich, die Botschaft, die diese Tschernobyl-Hilfe, die diese Solidaritätsbewegung, die sich hoffentlich auch noch weiter ausdehnt auf die Betreuung der Opfer und Betroffenen von Fukushima, auch eine Botschaft, die weit über die Solidarität allein hinausgeht. Denn diese Aktivitäten symbolisieren in diesen Tagen, Europa vergisst Tschernobyl nicht und damit die Betroffenen in Belarus, in der Ukraine und in Teilen Russlands, die davon betroffen sind. Und Europa, das scheint ja im Moment auf dem Weg oder auf der Suche zu sein, politisch eine gemeinsame Idee zu finden. Wir reden über eine Region, die betroffen ist von vielen politischen Widersprüchen. Es gibt Krieg in der Ukraine, es gibt wirtschaftliche Schwierigkeiten in Belarus, es gibt Einschränkungen der Meinungsfreiheit in Russland. Und all diese Dinge, die zeigen, die Zivilgesellschaft, die tritt ein für ein Europa, für eine Vorstellung von Europa, in dem man füreinander einsteht, für ein Europa, das die Opfer nicht vergisst und für ein Europa, das eine Zukunft ohne Atom hat. Und deswegen ist diese Botschaft weit darüber hinausgehend eine Ermutigung der Zivilgesellschaft, an uns, an die Politik, für ein besseres Europa einzutreten und für ein Europa ohne Atom. Das sollten wir beherzigen. Herzlichen Dank. Tschernobyl und Fukushima, Risiken der Atomkraft, diskutiert hier der Deutsche Bundestag. Die nächste Rednerin, Eva Bulling-Schröter von der Linken, sie ist Sprecherin für Energie- und Klimapolitik. Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 1986, wenige Wochen nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl,
hat der damalige Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann, CSU, erklärt, die Bundesregierung sehe keinen Anlass, ihre eigene Kernkraftpolitik zu überprüfen. Das Restrisiko sei theoretisch. Ja, und wie theoretisch das dann war, haben wir ja 2011 gesehen, als in einem hochentwickelten Industrieland ein mit Tschernobyl vergleichbarer Super-GAU stattfand in Fukushima. Ja, und es ist heute noch einer unter uns, der vor 30 Jahren als Forschungsminister in Bonn war, Heinz Riesenhuber von der CSU, ein großer Befürworter und Förderer der Atomtechnologie in Deutschland. Und das blieb er auch bis Tschernobyl. Doch nach Fukushima ist auch er nachdenklich geworden. Und in seiner letzten Tschernobyl-Rede vor kurzem hat er zu großer Einmütigkeit der Fraktionen aufgerufen und ein flammendes Plädoyer für die Energiewende gehalten, die in Deutschland gelingen müsse, damit das Ausland sich daran ein Beispiel nehmen könnte. So weit, so gut. Ja, und das ist gerade auch für unsere Nachbarn in Frankreich und Großbritannien mit seinen unsäglichen Hinkley-Point-Plänen von großer Bedeutung, aber auch für alle anderen Länder. Ja, und dann stellt man fest, was macht das Ausland? Das Ausland wundert sich gerade über Deutschland und die sagen, jetzt habt ihr die Erneuerbaren gefördert, sie wie verrückt gefördert und sie bezahlbar gemacht, ihr habt daraus gelernt und jetzt seid ihr dabei, sie auszubremsen und zu blockieren. Und warum erntet ihr diese Früchte nicht? Und die Bundesregierung ist mit dem EEG-Entwurf gerade dabei, die Energiewende zu drosseln und den Ausbau regenerativer Energien zu beschneiden und auszubremsen. Sie hat dies bereits 2012 mit der Solarenergie und 2014 mit der Bioenergie gemacht, die seither ihre Ausbauziele bei weitem nicht erreichen. Und die brauchen wir, wenn wir aus der Atomenergie auch aussteigen wollen. Ja, und jetzt soll mit dem neuen EEG-Entwurf Wind an Land das Leben schwer gemacht werden. Und ich sage Ihnen, dieser fatale Kurs ist nicht geeignet, die Versprechen von Paris einzulösen und die Energiewende mit der Kraft voranzuwenden, wie es eigentlich geboten wird. So, und jetzt schlage ich mal vor, Herr Riesenhuber, leider ist er ja nicht da, soll jetzt endlich mal mit Volker Kauder, Herrn Bareis und noch einigen Hardlinern aus der CDU in Sachen EEG ausbremsen, aktiv zu werden und versuchen, ihn beizubringen, was die Stunde geschlagen hat. Lesen Sie doch Ihre eigenen Briefe mal und lachen Sie nicht so. So, und jetzt zu Tschernobyl. Man geht ja heute von ca. 100.000 bis 1,3 Millionen Toten aus. Das ist unterschiedlich. Allein 20.000 von den 600.000 Liquidatoren starben infolge des GAUs. Und jetzt können wir über Totgeburten, Säuglingssterblichkeit, Leukämie reden. Das wissen Sie alles. Aber heute sind immer noch weltweit 10 Reaktoren nach Bauart von Tschernobyl in Betrieb. Und das ist doch der große Skandal. Die Folgen von Tschernobyl sind spürbar. Und gerade auch in Bayern mit dem Schweinefleisch, da sitzen ja einige Jäger hier. Und die Grenzwerte übersteigen das und das 16-fache. Das Wildschwein, Schweinefleisch hat 10.000 Becquerel und euer Ministerium, Verbraucherministerium, verschweigt es natürlich. Das darf wieder in Bayern niemand wissen und das halte ich für einen Skandal. So. Ja, mit dem Computervirus, das wird dann hier wieder relativiert, Frau, gerade von Ihrer Partei, die ja sonst immer gegen Verbrecher Frau und gegen Kollegin, Terroristen sind. Hier soll Frau man das Kollegin, am besten auch verschweigen. Also ich denke, ihr müsst noch viel Frau tun. Frau Kollegin. Und wir sagen, Atomkraftwerke müssen sehr schnell sofort abgeschaltet werden, dann wird vieles besser. Eva Bulling-Schröter hat recht.
Wildfleisch ist immer noch belastet, vor allen Dingen von Wildschweinen. Und in der Tat hat Bayern damals sehr viel von dieser Wolke aus Tschernobyl abbekommen. In den Pilzen kann man es auch noch nachweisen. Aber das ist ja auch kein Wunder, das Zeug strahlt tausende von Jahren. Florian Ossner jetzt von der CDU-CSU. Ich verwende jetzt einfach nur den Beginn Ihrer Rede und sage ganz herzlichen Dank. Derartige Lobeshymnen auf CSU-Politikern ist man tatsächlich seitens der Linken und von Ihnen gar nicht gewohnt. Nochmal besten Dank dafür. Das Datum 26. April 86, welches sich in dieser Woche zum 30. Mal geehrt hat, wird für immer unauslöschlich mit dem Wort Tschernobyl verbunden sein. Die Reaktorkatastrophe dort hat uns genauso wie das Unglück am 11. März 2011 in Fukushima drastisch vor Augen geführt, welche Risiken mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie verbunden sind. Mein tiefes Mitgefühl, wie ja schon meine Vorredner zum Ausdruck gebracht haben, gilt zuallererst natürlich den Hinterbliebenen der Opfer und all jenen, die bis heute unter den Folgen leiden. Berücksichtigen sollte man hierbei aber auch die rund 600.000 Menschen, die von der damaligen Sowjetunion als sogenannte Liquidatoren eingesetzt waren, ihre Arbeit ohne einen besonderen Schutz bzw. ohne Kenntnis über die enorme Strahlenbelastung, der sie ausgesetzt waren, verrichtet haben. Vor dem Hintergrund, dass die Katastrophe ihren Ursprung in einer staatlich angewiesenen Übung hatte, zeigt dieser Umstand doch sehr deutlich, wie teilweise menschenverachtend das System in der damaligen Sowjetunion war. Auch müssen wir uns immer wieder bewusst sein, dass über 300.000 Menschen in Tschernobyl und 185.000 Menschen in Fukushima aufgrund dieser beiden schweren Unglücke ihre Heimat verloren haben. Große Anerkennung gilt bei dieser Debatte auch all den vielen Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen, die sich in der Folge der beiden Unglücke für die Opfer von Tschernobyl und Fukushima eingesetzt und engagiert haben und dies heute noch mit viel Hingabe tun. Herzlichen Dank für diese großartige Leistung. Ja, meine Heimat Niederbayern war noch Mitte des letzten Jahrhunderts eine der ärmsten Regionen Deutschlands. Heute gilt sie als eine der attraktivsten Lebensräume Europas mit innovativen Arbeitsplätzen und Vollbeschäftigung und sehr hoher Lebensqualität. In meinem Wahlkreis in der Region Landshut und Kelheim bin ich vom Atomausstieg und möglichen Risiken durch die grenznahen Kernkraftwerke direkt betroffen. 2022, wie die Frau Bundesministerin schon gesagt hat, geht in Essenbach-Niedereichbach mit Isar 2 das letzte KKW in Deutschland vom Netz. Die Kraftwerke Isar 1 und Isar 2 haben in den letzten Jahrzehnten einen maßgeblichen Beitrag zur Versorgungssicherheit in ganz Süddeutschland geleistet und damit auch für die starke Entwicklung unserer Heimat. Deswegen ist es mir wichtig und ein persönliches Anliegen, im Rahmen dieser Debatte die Gelegenheit zu nutzen und den vielen Beschäftigten in den deutschen Kernkraftwerken für ihre gute und zuverlässige Arbeit für unsere Sicherheit ein großes Lob auszusprechen. Ohne dieses Engagement hätten wir das große Vertrauen in diese Technologie nicht erreicht. Meine Damen und Herren, wie wir heute wissen, kam es zu dem Reaktorunfall in Tschernobyl aufgrund eines unzulässigen Experiments mit dem Turbinengeneratorsatz der Kraftwerksanlage durch eine ganze Reihe von Bedienungsfehlern der unzureichend ausgebildeten Betriebsmannschaft bis hin zur vorsätzlichen Überbrückung von Abschaltsignalen kam es zu einem sehr starken Leistungsanstieg, ja bis zum Hundertfachen der Nennleistung. Erschwerend kamen natürlich auch die ungünstigen reaktorphysikalischen und sicherheitstechnischen Eigenschaften des RBMK-Reaktors des sogenannten Tschernobyl-Typs hinzu. Ein Reaktor, wie er hierzulande niemals genehmigt worden wäre, denn die Sicherheitsphilosophie und Standards der ehemaligen Sowjetunion entsprachen bei Weitem nicht den schon damals sehr, sehr strengen deutschen Anforderungen. Ähnliches gilt auch für den Reaktorunfall in Fukushima. Die unzureichende Auslegung der Anlagen gegen Tsunamis war hier die wesentliche Ursache für die Ereignisabläufe. Auch im Fall Fukushima muss klargestellt werden, dass ein derartiger Unfall in Deutschland kaum vorstellbar und faktisch unmöglich ist.
denn der Restrisikobereich ist hierzulande bereits bei der Bemessung der Auslegungswerte für Kernkraftwerke gegen Einwirkungen von außen und auch bei der Genehmigung von Anfang an klar vorgegeben. Alle Anlagen sind so ausgelegt, dass sie mindestens dem 100.000-jährlichen Erdbeben und dem 10.000-jährlichen Hochwasser bemessen am statistischen Mittel für die jeweilige geografische Lage standhalten. Zum Unfallablauf hat aber auch die zum Beispiel gegenüber deutschen Kernkraftwerken geringere sicherheitstechnische Ausstattung der japanischen Anlagen auch dazu beigetragen. So hätte zum Beispiel eine für deutsche Kernkraftwerke typische Sicherheitsauslegung, nämlich Wasserstoff, Rekombinatoren und Systeme zur gefilterten Druckentlastung, einen Unfallablauf wie in Fukushima verhindern können. Herr Kollege Rosner, es gibt zahlreiche Wünsche, Ihre Rede mit zusätzlichen Fragen anzureichern. Diesen Wünschen werden wir natürlich gerecht. Gut, ja, aber auch natürlich nicht unlimitiert. Zwei würde ich mal zulassen und die rufen wir vielleicht mal der Reihe nach auf, Frau Kotting-Ruhl, wenn Sie anfangen. Herr Osmer, danke, dass Sie die Frage zulassen. Meine Frage bezieht sich auf die von Ihnen gerade konstatierte Auslegung gegen Erdbeben, die bei uns in Deutschland so sei, dass sie gegenüber den Erdbeben genügend sei. Also bei uns kann ein Erdbeben nicht zu einem Schadensfall führen. Ich will Sie jetzt fragen, ob Sie wissen, dass die japanischen Atomkraftwerke sehr viel höher, sehr viel besser gegen Erdbeben ausgelegt sind als die deutschen, aus einem ganz einfachen Grund, weil man in Japan schon immer mit höherer Skala, höheren Erdbebenskalen gerechnet hat als bei uns. Die Atomkraftwerke dort sind zum Teil gegen Erdbeben der Stärke 8 ausgelegt, weit weg von dem, was bei uns ausgelegt wird und womit man bei uns auch rechnet. Haben Sie versäumt zu realisieren, das ist meine Frage, dass die Lehre aus Fukushima nicht die ist, hütet euch weltweit vor hohen Tsunamis und vor Erdbebenstärke 9, sondern dass die Lehre aus Fukushima die ist, erkennt, dass ihr Naturgewalten nicht richtig einschätzen könnt und dass die sich auch verändern? Ja, sehr geehrte Frau Kollegin Kotting-Ull, erstmal vielen Dank für die Anfrage. Ich muss eines nochmal klarstellen. Auch japanische Ingenieure sind im Nachgang von Fukushima, gerade auch bei uns im Wahlkreis, gerade auch bei ISA 2 zu Besuch gewesen, um sich zu informieren, welche Sicherheitsverkehrungen wir in bestimmten Sicherheitsabläufen in 7- bis 9-fachen Stufen gemacht haben. Ich wäre in meiner Rede sogar noch kurz in Kürze darauf eingegangen. Das heißt, diese Frage passt sehr gut. Ich denke, selbstverständlicherweise kann man sich nicht gegen jegliche Risiken weltweit schützen. Aber der größtmöglichste Schutz ist gegeben, wie ich vorher schon gesagt habe, das überlasse ich auch den Experten und den Statistikern. Wenn wir über das 100.000-jährliche Erdbeben sprechen, das heißt, wenn man derart die Risiken minimiert, in diesem Falle, und auch verschiedene hintereinander geschaltete Sicherheitsstufen implementiert, dann denke ich doch, kann man auch von einem bestmöglichsten Schutz in den Kraftwerken sprechen. Und wie gesagt, auch die Japaner haben sich da mit uns sehr eng ausgetauscht, was die Sicherheitsverkehrungen anbelangt. So, darf jetzt die Kollegin Scheer ihre zweite Frage stellen? Bitte. Ja, meine Frage schließt sich in eine ähnliche Richtung an. Ich bin ehrlich gesagt etwas irritiert, wenn in einer Gedenkdebatte, und als solche kann man das, denke ich, schon auch heute ansehen, mit Blick darauf, was dieses Gedenken an diesen schrecklichen Unfall vor 30 Jahren auch mit Blick auf unsere zukünftigen Energie wirtschaftlichen Positionierungen bedeuten muss, zwingenderweise. Wenn in solchen Debatten ein entscheidender Redeanteil eines Koalitionspartners darauf geht, die Beherrschbarkeit von Atomtechnologie zu suggerieren und auch die Einzelfallhaftigkeit vergangener Unfälle zu suggerieren, dann frage ich mich, ob unser Koalitionspartner an sich Restrisiken negiert.
Meinen Sie tatsächlich, dass die Atomtechnologie keine Restrisiken beinhaltet? Das frage ich mich ehrlich gesagt bei Ihren Ausführungen und ich würde mich da doch interessieren, ob Sie dazu etwas zu sagen haben. Ja. Sehr geehrte Frau Kollegin, ich tue mir tatsächlich ein Stück weit schwer, jetzt eine Frage aus Ihrem Redebeitrag zu erkennen. Aber das ist, verehrter Herr Kollege, auch gar nicht erforderlich, weil ja, die Möglichkeit der Kurzintervention diese Restriktion lange schon nicht mehr vorsieht. Genau, aber sehr gerne gehe ich natürlich darauf ein. Ich denke, der gesamte erste Teil hat sich einzig und allein nur darauf beschränkt, an den Opfern zu gedenken. Ich habe sie auch zahlenmäßig genannt, um das noch zu wiederholen. Womöglich ist es Ihnen entgangen und auch an allen Helfern und all jenen zu denken, die heute noch unter den Folgen leiden. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt und aus diesem Grund habe ich es auch noch mal genannt. In dieser Hinsicht sind wir absolut einer Meinung. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch die Risiken natürlich im Auge behält und diese natürlich so gut es geht beherrschbar macht. Ja, diese Einrichtungen, von denen ich vorher gesprochen habe, gerade auch zur Auslegung der Wasserstoffrekombinatoren, ist ab dem Jahr 1979 nach dem Three Mile Island Störfall in Harrisburg, Pennsylvania, in unseren Kraftwerken auch eingebaut worden. Wieder ein wichtiger Schritt natürlich auch für die Risikominimierung. Wären diese auch in Fukushima implementiert gewesen, hätte das ein oder andere ja sicherlich noch besser in den Griff bekommen hätte können. Nicht umsonst haben wir nach dem Unfall in Fukushima, und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, Frau Kotting-Uhl, auch die japanischen Kraftwerksbetreiber in den deutschen Kernkraftwerken, auch bei mir im Wahlkreis, mit diesen Systemen auch bei uns gehabt und ihnen zeigen lassen. Anschließend auch von diesen abgeschalteten Anlagen wurden diese auch nachgerüstet, was ich aus meiner Sicht auch sehr beachtenswert empfinde. Dies, meine sehr verehrten Damen und Herren, sagt meines Erachtens doch auch sehr viel über das große Vertrauen weltweit in die hohen Sicherheitsstandards, die in Deutschland herrschen, aus. Deshalb, meine lieben Linken und auch liebe Grüne, hören Sie bitte auf, diese vorbildlichen Sicherheitsstandards ständig schlecht zu reden und Angst in der Bevölkerung zu schüren. Damit macht man auch keine vernünftige Zukunftspolitik. Trotz der hier herrschenden sehr hohen Sicherheitsstandards ist der schrittweise und verkraftbare Ausstieg aus der Kernenergie, jetzt kommt sicherlich das, was Ihnen auch sehr gefällt, die richtige Konsequenz. Diesen Weg gilt es auch konsequent weiterzugehen. Um dies zu tun, bedarf es einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Eine Schlüsselrolle werden aber auch innovative Speichertechnologien, wie beispielsweise die Speicherung über die Wasserstofftechnik zum Beispiel, einnehmen. Ja, meine Damen und Herren, wie wir in unserem Antrag zum Schluss aufgezählt haben, stehen wir auch weiterhin vor großen Herausforderungen, die es natürlich anzupacken gilt. So wollen wir unter anderem die Fusions- und Nuklearforschung in Deutschland zukünftig auf Sicherheits-, ich betone bewusst Sicherheits- und Entsorgungsforschung fokussieren und damit zum Kompetenzerhalt auch in Deutschland beitragen. Auch um schlussendlich ein Lager für hochradioaktive, wärmeentwickelnde Abfallstoffe zu finden, bedarf es den aktuellsten und neuesten Stand in Wissenschaft und Forschung. In dieser Frage sind wir uns auch in der Atom- und Endlagerkommission einig. Und vielen Dank natürlich auch an das Bundesumweltministerium mit an der Spitze der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks für die Unterstützung. Und natürlich auch von meiner Seite, von CSU-Seite, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Des Weiteren wollen wir den Ausbau von erneuerbaren Energien aber nicht nur in Deutschland, sondern auch durch Kooperationen mit anderen Staaten weltweit vorantreiben. Dies gilt auch für unsere erworbenen Kenntnisse im Bereich der nuklearen Sicherheit sowie eben bei den Entsorgungsfragen. Ja, dies ist aus meiner Sicht eine einmalige wirtschaftspolitische Chance, unseren Kompetenzvorsprung in Deutschland zu nutzen. Aus diesem Grund bitte ich um Zustimmung für den Antrag der Koalitionsfraktion. Herzliches vergelt's Gott fürs Zuhören. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Oliver Krischer das Wort. Und der ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herrn Kollegen Karnitz und Osner, ich meine, wenn ich Ihre Reden hier höre,
Da werden Risiken verharmlost, da werden die Errungenschaften der Atomkraft hochgelobt. Meine Damen und Herren, ich habe ja am Jahrestag von Tschernobyl, am 30. Jahrestag, fast das Gefühl, jetzt kommt noch die Forderung nach der Laufzeitverlängerung. Also Sie sind immer noch nicht angekommen im Nach-Atomkraft-Zeitalter. Wer hier solche Reden hält, hat die Lehren aus Tschernobyl und Fukushima nicht verstanden, meine Damen und Herren. Und das gehört dazu. Und da muss man gar nicht weit gucken. Man muss gar nicht weit gucken. Man muss an die Westgrenze unserer Republik gehen. Man muss nach Belgien gehen. Da hat genau zum Jahrestag von Tschernobyl die Regierung von Belgien angekündigt, dass sie jetzt flächendeckend Jodtabletten verteilen lässt. Meine Damen und Herren, die Regierung von Belgien weiß offensichtlich, warum sie das tun lässt, weil da Atomkraftwerke betrieben werden, deren Weiterbetrieb unverantwortlich ist. Die gehören abgeschaltet. Die gehören genauso abgeschaltet wie in Cattenau, wie in Fessenheim, wie in Betznau und wie in Temelin. Und meine Damen und Herren, ich finde es richtig, dass die Städteregion Aachen mit der Unterstützung vieler Dutzender Kommunen aus Deutschland, aus Luxemburg, aus den Niederlanden, mit Unterstützung der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen jetzt klagt gegen Belgien. Da wird neues Neuland beschritten. Und Frau Hendricks, bei gebotener Zurückhaltung anlässlich Ihres Geburtstages, bei Ihrem Engagement gegen die grenznahen AKW-Standorte, finde ich, da ist noch Luft nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn die Bundesregierung die Klage der Städteregion Aachen unterstützen würde. Das wäre ein Zeichen, das wäre etwas, was wir machen müssen. Und was wir auch tun müssten, ist, mit unseren Nachbarstaaten darüber reden, wie wir die Energiewende, wie wir die in diesen Staaten umgesetzt kriegen. Es ist doch verrückt, dass wir in den Niederlanden, in Belgien, in Deutschland massenweise Gaskraftwerkskapazität haben, die nicht genutzt wird, die stillstehen, und wir gleichzeitig Schrottreaktoren mit Rissen, deren Betrieb auch nach Einschätzung der Bundesregierung unverantwortlich weiter betreiben. Es wäre doch Aufgabe dieser Bundesregierung, in die Nachbarstaaten zu gehen und nach Lösungen zu suchen, wie zumindest diese Schrottreaktoren abgeschaltet werden. Da vernehme ich aber nichts, und das ist genau das Problem dieser Bundesregierung und von Deutschland, dass sie nämlich in Deutschland AKW abschalten wollen, auch wenn man bei ihren Reden manchmal daran zweifeln kann, aber dass sie den Atomausstieg nicht ins Ausland tragen. Und da gibt es in Ihrem Antrag einen verräterischen Satz. Da steht drin, Deutschland könnte für die Energiewende im Ausland werben. Nein, meine Damen und Herren von der Großen Koalition, Deutschland muss für die Energiewende im Ausland werben. Das ist die notwendige Konsequenz aus 30 Jahren Tschernobyl und 5 Jahren Fukushima. Nur dann, wenn Sie das in die Hand nehmen, nur wenn Sie das tun, ist auch authentisch, was Sie hier machen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Ja, manchmal braucht man gar nicht eine lange Redezeit, um das zu sagen, was man hier sagen will. Oliver Krischer von den Bündnisgrünen war das nächste Redner. Marco Bülow für die SPD spricht. Er ist im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ministerin, auch von mir natürlich herzlichen Glückwunsch und viel Kraft für die weiteren Herausforderungen. Wir sprechen vom 26. April, der vor 30 Jahren stattgefunden hat, wo ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist und wir erst Tage später im Prinzip gespürt und mitbekommen haben, was passiert ist. Ich war damals Schüler und ich habe mich gefragt, warum macht man sowas? Warum sind die Erwachsenen so dumm, so eine Technologie einzusetzen, die ihre Kinder so maßlos gefährdet? Und gibt es eigentlich keine Alternativen? Seit 30 Jahren treibt mich dieses Thema um. Und auch nach 30 Jahren haben wir es noch nicht geschafft, zumindest Europa und weltweit aus dieser Technologie auszusteigen. Vor fünf Jahren dann passierte das Gleiche in Fukushima. Meine Tochter war gerade geboren. Und so wird das Thema mich wahrscheinlich auch die nächsten Jahre immer noch umtreiben und dafür sorgen, dass ich mich weiter engagiere, dass wir nicht nur in Deutschland aussteigen, sondern dass wir auch in Europa und weltweit aussteigen. Nur dann gibt es die wirkliche Sicherheit vor Atomenergie. Das sollten uns die Jahrestage lehren. 30 Jahre später stehen wir hier, debattieren. Wir haben in Deutschland den Ausstieg beschlossen. Wir haben heute einen Antrag vorgelegt, der, denke ich, deutlich macht, dass die Mehrheit des Hauses für den Ausstieg ist.
Aber auch ich muss zugeben, Herr Ossner, Ihre Rede hat mich nicht gerade ermutigt, dass wir da weiter vorankommen und dass in der Union es wirklich komplett alle so sehen, dass dieser Ausstieg richtig ist. Trotzdem bedanke ich mich gerade auch bei Steffen Karnitz für die sachorientierte Zusammenarbeit. Und ich glaube, wir sind ein Stück weitergekommen, auch wenn wir natürlich nicht in allen Dingen einig sind. Aber darüber muss weiter hier gerungen werden. Und das werden wir von unserer Stelle auch tun. Es haben einige gewürdigt, da möchte ich mich anschließen, dass es viele Organisationen gibt, die sich engagieren, nach Tschernobyl vor allen Dingen der Opfer nicht nur zu gedenken, sondern den Opfern auch zu helfen. Aber es ist ein bisschen wie mit der Tafel. Eigentlich müsste man Armut und Hunger abschaffen, gerade in einem reichen Land wie Deutschland, und nicht dann Abendspeisung begehen. Und deswegen möchte ich natürlich, dass sich irgendwann erübrigt, dass Menschen geholfen wird, den Opfern einer Katastrophe, sondern dass neue Katastrophen gar nicht erst entstehen. Eine dieser Hilfeorganisationen hat den schönen Namen Nadeshda, das heißt Hoffnung. Und genau das sollten wir versprühen. Wir brauchen diese Hoffnung, und dazu brauchen wir aber den Umstieg, dazu brauchen wir die Energiewende, und dazu brauchen wir einen Umstieg auf 100% erneuerbare Energien in Deutschland und dann auch europaweit, damit wir diese Hoffnung in die Welt auch tragen können. 30 Jahre später haben wir die Situation, also 30 Jahre nach Tschernobyl, 5 Jahre nach Fukushima, haben wir die Situation in Fukushima, wo ja alle denken, naja, da ist jetzt alles in Ordnung, und man eigentlich immer nur jeden Jahrestag mitkriegt, dass es nicht in Ordnung ist. Uns wurde zum Beispiel am Mittwoch und bei unserer großen Veranstaltung der SPD nochmal deutlich gemacht, dass immer noch jeden Tag 400 Tonnen radioaktives Wasser austritt und sozusagen nicht aufgehalten werden kann. Jeden Tag 400 Tonnen. Es werden Barrieren aufgebaut, es werden Eismauern gebaut, es werden Brunnen gebaut. Und man sieht daran, 5 Jahre in einem so hochtechnologisierten Land wie Japan, dass wir es immer noch nicht in den Griff kriegen. Und auch daran sieht man, erstens, menschliches Versagen ist immer möglich. Technisches Versagen ist zweitens auch immer möglich. Und dann sind wir nicht in der Lage, die großen Katastrophen in den Griff zu kriegen. Das zeigt doch, dass diese Risikotechnologie keine Zukunft hat und dass wir auf sie verzichten müssen, weil wir sie nicht beherrschen können. Und zwar überall auf der Welt nicht und auch in Deutschland nicht. Und 30 Jahre später sieht man nämlich auch, gerade was die Atomkraftwerke an den Grenzen Deutschlands angeht, dass es Pannenreaktoren sind und dass es eine Aufsichtsbehörde gibt in Belgien, die jetzt sehr stark in der Kritik ist. Und zwar nicht von linken Spinnern oder von irgendwelchen Leuten, die es immer schon so gesagt haben, nein, sondern insgesamt gibt es eine heftige Diskussion in Belgien über die Aufsichtsbehörde, die sich selbst nicht grün ist, wo es riesigen Streit gibt, um der man eben nicht vertrauen kann, dass sie genau das offenlegt, was aufgelegt werden muss. Und deswegen ist es wichtig, dass wir deutlich machen, dass wir uns zwar nicht, wir dürfen uns nicht einmischen, aber wir dürfen immer wieder darauf hinwirken, und das ist sogar unsere Pflicht. Und deswegen danke ich der Ministerin, dass wir unseren Nachbarländern deutlich machen, was unsere Sorgen sind, und dass wir dafür sorgen, dass wir auch in Europa einen anderen Weg gehen. Aber ich muss da auch sagen, dass es wichtig ist, darauf immer zu dringen. Denn wenn ich eine aktuelle EU-Parlamentsvorlage lese, steht dort drin wortwörtlich, neue Kernkraftwerke sind die entscheidende Quelle für die Grundlast auch in Zukunft. Wenn ich so einen Satz sehe, dann sage ich, die Ministerin hat recht, dass sie der Atomkraftwerkbewegung gedankt hat für ihr Engagement. Aber dann sage ich, wir brauchen sie auch in Zukunft, die europäische Atomkraftwerkgegner und Bewegung, damit wir das verhindern, dass Europa nicht noch weiter ausbaut, sondern endlich aussteigt aus der Atomenergie. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Und dafür werde ich weiter kämpfen und meine Fraktion. Marco Bülow war das für die SPD und der letzte Redner hier in der Debatte Tschernobyl und Fukushima, Risiken der Atomkraft, kommt von der CDU-CSU-Fraktion Philipp Lengsfeld. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich möchte dieses Thema zunächst mit einem Bekenntnis starten. Ich war tatsächlich schon immer gegen die Atomkraft. Zugegeben, meine Motivation als Jugendlicher war sicherlich auch ein Stück weit politisch geprägt, denn ich bin in Ostberlin eher SED-kritisch aufgewachsen, und in den Jahren vor dem Mauerfall waren die Genossen von der SED noch nicht die stringenten Atomkraftgegner, als sie sich heute darstellen. Aber da bis auf die Grünen alle Fraktionen hier im Haus eine Lernkurve durchgemacht haben, will ich da weder zu streng noch zu einseitig sein. Ich habe meine Haltung auch später im Studium der Physik, während der Promotion oder in späteren Lebensabschnitten nicht grundlegend geändert.
Und dies hat natürlich auch sehr gute Gründe. Sie sind hier genannt worden, ich wiederhole sie nochmal. Die Atomkraft hat das Sicherheitsproblem, gar keine Frage, wie unter anderem die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima unterstrichen haben. Und die Atomkraft hat das Problem der Lagerung der langlebigen Abfälle, auch das ist erwähnt worden. Jedes Problem für sich sehr gravierend. In der Kombination ist die Technik tatsächlich unattraktiv und nicht mehr zeitgemäß. Gilt übrigens für die Fusion nicht. Aber ich möchte hier trotzdem für mehr Augenmaß in der deutschen Debatte werben. Und dazu muss ich noch mal einige Gedanken auf die beiden schon erwähnten Katastrophen verwenden. Und natürlich muss bei einer Erinnerung auch immer eine Analyse dabei sein. Starten wir zunächst mit Tschernobyl, der Reaktorkatastrophe in der Sowjetunion. Hier scheint mir die momentane deutsche Erinnerung größtenteils doch recht einseitig. Denn diese Katastrophe hat eben nicht nur die Probleme der Atomkraft verdeutlicht, sondern hat in genauso krasser Weise die Schwächen und Unmenschlichkeiten des sowjetkommunistischen Systems aufgedeckt. Und daraus kann man auch was lernen. Der Sowjetkommunismus hat ja immer seine Wissenschaftlichkeit betont. Der gesamte Ostblock wurde dominiert durch Ingenieure und durch eine ingenieursgeprägte Weltsicht. Und die Natur, das kann man zum Beispiel auch in einem der schlechteren Brecht-Gedichte nachlesen, war etwas, was sich der neue Sowjetmensch untertan macht. Die Atomkraft war da die fast perfekte Energieform für diese Art Weltsicht. Aber diese Überheblichkeit, gepaart mit Herrschaftswissen, totaler Intransparenz und einer nicht gewünschten, oft aktiv unterdrückten Verantwortungs- und Fehlerkultur, führte in der Nacht zum 26. April 1986 direkt in die Katastrophe. Der Unfall von Tschernobyl war nämlich die Folge eines geplanten Testexperiments, mein Kollege hat es erwähnt, am gerade mal 3 Jahre alten Reaktor. Leider hatte aber diese neue Generation von sowjetischen graphitmoderierten Siedewasserreaktoren inhärente Designschwächen, die aber ein wohlgehütetes Geheimnis waren. Diese Schwächen offenbarten sich in der Vorbereitungsphase des Experiments. Statt aber abzubrechen, überbrückte das Personal mehrere Sicherheitsstrecken, um das von oben gewünschte Experiment durchführen zu können. Trotz zunehmender, immer ernsterer Warnsignale wurde der aufwendige Test nicht etwa abgeblasen, sondern letztlich gestartet und damit der Reaktor direkt in die Luft gejagt. Auch in unmittelbarer Reaktion kam es zu katastrophalen behördlichen Fehlleistungen. Es wurde versucht, die Katastrophe in der systemüblichen Art zu vertuschen. Evakuierungen waren zu zaghaft und viel zu spät. Die 1. Mai-Parade in Kiew fand statt, trotz massiver Risiken und Belastung der Bevölkerung. Die Katastrophe von Tschernobyl, ihre Vor- und Nachgeschichte, ist auch ein wesentlicher Grund, warum das Sowjetsystem wenige Jahre später zerbrochen ist. Der Unfall von Fukushima dagegen stellt sich doch etwas anders dar. Ja, auch die Katastrophe von Fukushima hat die Schwächen der Atomkraft brutal aufgedeckt. Gar keine Frage. Ein sehr unwahrscheinliches Restrisiko, aber eben vorhanden, nämlich die Kombination von Erdbeben und Tsunami, die nicht genügende Redundanz der Sicherung der Kühlsysteme des sehr alten Reaktors und die Grundcharakteristika der Technik. Trotzdem, Frau Kollegin Kottinghuhl, trotzdem ist die Bilanz hier eine andere. Immerhin, der Unfall von Fukushima war ein Kollateralschaden, es wurde hier gar nicht in dieser Deutlichkeit gesagt, ein Kollateralschaden einer gigantischen Tsunami-Katastrophe, der ca. 18.000 Menschen in Japan das Leben gekostet hat. Und die japanischen Behörden haben ganz anders reagiert als die sowjetischen. Vielleicht hätte man es noch besser machen können, aber sie haben konsequent evakuiert, sie haben konsequent Jodtabletten verteilt. Ja, es ist einfach so. Und ohne Fukushima in irgendeiner Weise kleinreden zu wollen, muss konstatiert werden, dass zumindest nach aktuellem Kenntnisstand auch 5 Jahre nach der Katastrophe kein Todesfall, und es sind kein Todesfall auf die Verstrahlung im Zuge des Unfalls zurückzuführen, ist jedenfalls nach aktuellem Kenntnisstand. Warum diskutiere ich diese Punkte so ausführlich? Weil es niemanden nützt. Weil es niemanden nützt, wenn man eine Technik einfach nur dämonisiert und nicht auch den zwingend notwendigen, abgewogenen und umsichtigen Umgang mit jeglicher Technik mitdenkt. Das reicht einfach nicht. Es reicht nicht, immer nur auf einer Technik rumzuhacken.
Und wenn es auch mancher nicht hören will, Radioaktivität ist auch ein natürlicher Prozess. Gammastrahlen sind Teil des elektromagnetischen Spektrums. Strahlenschutz und Reaktorsicherheit genügen physikalischen Gesetzen, die eigentlich leicht zu verstehen sind, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wir sollten deshalb weg von Panikmache hin zu rationalen Abwägungen. Auf Basis von diffusen, teils völlig irrationalen deutschen Ängsten werden wir mit anderen Nationen nicht auf Augenhöhe verhandeln können. Gehen wir in diesem Licht die im Zusammenhang mit den Jahrestagen der beiden Reaktorkatastrophen diskutierten Themen, die ja heute immer erwähnt wurden, noch mal durch. Starten wir mit den Reaktoren unserer Nachbarn. In den Verhandlungen mit unseren Nachbarländern, mit dem berechtigten, völlig berechtigten Anliegen, überaltete Reaktoren abzuschalten, müssten wir eigentlich nicht nur appellieren, sondern zahlen. Ich sage mal, 1-2 Milliarden aus der jährlich 25 Milliarden EEG-Umverteilung wären sicherlich sehr hilfreich und könnten bestimmte Denkprozesse stark beschleunigen. Aber dies ist natürlich momentan weder politisch noch rechtlich abzubilden. Nachdenken sollten wir vielleicht darüber trotzdem. Und der sehr zügige, massive Ausbau von Wind und Solar in diesem Land hilft nicht, Herr Krischer, da können Sie noch so sehr den Kopf schütteln, sondern ist eine zusätzliche Belastung auch in diesen Verhandlungen, denn er macht unser Netz instabiler und unsere Abhängigkeit von den Nachbarnetzen größer. Aber Versorgungssicherheit ist auch ein Sicherheitsthema. Versorgungssicherheit ist auch ein Sicherheitsthema. Ein größerer Blackout in Deutschland oder Europa wäre keine Unbequemlichkeit, sondern auch eine Katastrophe größeren Ausmaßes. Deshalb können wir zum Beispiel in den Fragen der Atomverträge nicht wie der Elefant im Porzellanladen agieren. Und zuletzt zur Forschung, Frau Kottinghuhl, Sie warten schon drauf. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch, na Ihnen hilft es nicht, aber vielleicht anderen im Land, dass auch in Zukunft eine sichere, also auch versorgungssichere, bezahlbare und saubere Energieversorgung ein Mix sein wird. Aber selbst wenn dem nicht so wäre, selbst wenn Sie recht haben mit Ihrer 100%, mit Ihrem 100%-Glauben, selbst wenn Sie recht hätten, es ist keine gute Portfoliopolitik, alles auf eine Karte zu setzen. Erst recht nicht in einem Forschungsportfolio. Deshalb Finger weg von der Sicherheitsforschung, Finger weg von den Resten, von den kleinen Resten der Kernforschung und vor allem Finger weg von der Fusionsforschung. Vielen Dank.